Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute, liebe Leute, heute geht es dabei. Heute wollen wir mal meine tolle Snipe-Sattschüssel auf mein Wohnwagendach drauf tackern. Ich bin vorbereitet. Ich habe Kleber, die Platte, eine Anleitung und eine ganze Menge Motivation in mir. Und was daraus wird, das gucken wir uns in diesem kleinen Video miteinander an. Boom, 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 boom. Auf geht's. So, bin ich direkt mal ran ans Objekt gehüpft. Blöderweise steht der Karren jetzt in der Schattenseite des Lebens. Das passt ja zur aktuellen Situation. Blöd ist nur, wenn der im Schatten steht und heute Nacht war es bumsekalt. Jetzt muss ich warten, bis das Dach in der Sonne ist. Aber ich sehe schon, es geht so langsam los, denn dieser wunderbare Kleber, das zeige ich dir jetzt alles, der muss ja bei nicht so ganz kalten Temperaturen mindestens 10, besser 15 Grad aufwärts benutzt werden. Die haben wir jetzt auf dem Dach noch nicht. Wir nutzen aber die Zeit derweil. Pass auf, ich zeige dir mal, was ich alles habe. Zum einen habe ich, das halte ich dir jetzt alles mal schlank in die Kamera, dieses wunderbare Package. Und da sind total wichtige Sachen drin. Ja, die gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Das ist nämlich Dekalin. Hier, wie sagt man, steht irgendwo drauf. Spätestens auf dieser komischen Ampulle oder wie man sagt, Kartusche oder so. Weiß es nicht. Dekalin. Dekasil MS5, so ein bisschen wie MI6, hat sich ja damals schon gut bewährt. Es scheint gut zu sein. In Weiß. Haftstarker Kleb- und Dichtstoff. Das ist super. Stellen wir schon mal in die Sonne, dann wird er ein bisschen warm. Dann eine Anleitung. Ja, die ist auch wichtig. Die hat mir nämlich schon gesagt, was das alles sonst noch ist. Dann haben wir nämlich Deka Clean Ultra. Ja, um den ganzen Kack oben. Ich muss den gleich erstmal grund. Ich zeig dir das gleich mal, wie der auf dem Dach aussieht. Ey, da kriegst du die Krise, um das so entsauber zu machen. Zack. Und dann hast du noch so zwei weitere kleine Sachen dabei. Die sind auch total spannend. Nämlich das hier. Das ist ein tolles Set. Das ist alles dabei. Dekavator. Ja, klingt so ein bisschen wie so ein Zombie in so einem Horrorfilm. Ein Special Cleaner. Und den nutzt man dann mit diesem. Ich dachte erst, das wäre ein medizinisches Instrument, ist es aber nicht. Damit macht man dann sowohl das Dach als auch diese Platte, die ich dir gleich zeige, nochmal so total sauber. Gut, bei so einer Grundfläche steige ich eine Stunde. Aber es scheint wichtig zu sein, Matze hat mich ja gut introduced. Der hat gesagt, mach das, damit das hält, weil der soll ja halten. Und zwar für immer. Für immer, immer, immer. Dann. Das hat mich selber ein bisschen überrascht. Habe ich sogar so ein Ding uns unten im Werkzeugkasten gefunden. Ich habe sowas noch nie benutzt. Ich mutmaße, das ist hier, um diesen ganzen Scheiß da dann drauf zu paddeln. Das kann ja so schwer nicht sein, oder? Mal ordentlich pumpen. Und was habe ich noch? Ich habe Kreppband, das war noch in meinem Moderationskoffer. Das bietet sich immer an, denn, das habe ich mir auch sagen lassen, das Dach oben, da muss ich ja ein Loch reinbohren, damit die Kabels da durchkommen. Und das ist ein GFK-Dach, hat man mir gesagt, Glasfaser-Kunststoff, glaube ich. Und wenn man da einfach so reinbohrt auf doof, dann kann das sein, dass der splittert, dann soll man da vorher rüberkleben. Wenn das ein schlauer Mensch sagt, dann mache ich das. Und wir haben die schon angesprochene Platte, die wird Front of Vehicle so rum, oben auf mein Dach raufgeklebt. Wie ich das mache, das sage ich dir jetzt schon mal, damit du das dann auch kontrollieren kannst, ob ich das so hinkriege. Nicht so, sondern so, ja, so in S-Schlangenform, weil wenn man so rund macht, dann würde sich innen drin Luft einschließen und dann würde der Kleber, der sich hier drinnen befindet, nicht trocknen können. Das wäre natürlich doof. Die muss natürlich auch vorher noch mal so ordentlich fettfrei gemacht werden und hin und her und pipapo. Und jetzt habe ich noch was. Pass auf, stellen wir mal dahin. Ich habe keinen Bock. Ich stehe ja schon eine Stunde und warte darauf, dass diese blöde Sonne endlich rumkommt. Habe aber drinnen schon derweil was gemacht, das zeige ich dir gleich. Und was ich noch habe, das war bei der Sattschüssel dabei. Das ist diese Kabeldurchführung. Da kommen die Kabel so hier, das kommt dann aufs Dach drauf. Das klebe ich auch mit dem Kram fest. Das muss funktionieren. Damit da nicht das Wasser oben rein wuppt. Und da haben wir ein paar Schrauben, um die Schüssel dann auf die Platte zu schrauben. Hier so eine Halterung für die Steuereinheit. Diese Dinger habe ich mir sagen lassen, die brauche ich gar nicht. Die sind dafür da, dass wenn man das Ding einfach so oben drauf stellt, dass das nicht oben drauf so verkratzt. Das sind so
verlasste Pads oder was brauche ich. Und einmal die Stromzuleitung für das Steuerteil. Da habe ich mir jetzt überlegt, rot und schwarz, das habe ich ja schon mal gesehen, das scheint wichtig zu sein. Das knipse ich einfach ab, dengel das da drin an 12 Volt ran. Da habe ich ja schon genug Erfahrung gemacht mit 12 Volt, da muss funktionieren. Und dann kommt das an die Steuern, halt, dass sie Strom kriegt. So, pass auf. Und was hat man noch? Natürlich noch ein Red Bull. Hat sich letztens auch einer in meinem Video aufgeregt, dass ich so viel rauche. Jetzt habe ich extra die Kippe ausgelassen. Und Red Bull, das wäre uncool. Trinke ich aber ganz gern. Pass auf, jetzt nehme ich dich mal mit. Wir gehen mal schnell rein in den Wohnwagen. Und dann zeige ich dir, was ich schon gemacht habe. Ich war ja schon unendlich fleißig. Komm jetzt mit. So, dann gehen wir mal rein. Hier sieht's aus. Ich habe ja aufgeräumt. Und alles, was ich noch behalten will, habe ich erstmal aufs Bett geworfen. So, was habe ich gemacht? Du siehst hier einmal das schwarze Kabel, was mitgeliefert wurde bei der Satzschüssel. Das am Ende ist hier der Pinöpsel. Schau, siehst du? Das muss durchs Dach zur Schüssel. Zum einen. Das habe ich hier einmal schon so rum gelegt. Das geht dann hier einmal zum Fernseher. Das ist dann quasi der Anschluss, damit das Bildsignal auch zum Fernseher kommt. Dann gibt es noch ein Kabel, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, das ist hier. Das ist sehr, sehr lang. Das geht auch an die Satzschüssel, endet dann aber auf der anderen Seite bei der Steuereinheit. Diese Steuereinheit, ja, das wird dann hier angeschlossen. To Antenne, das habe ich ja in dem Unboxing-Video schon grundlegend erklärt. Dieses Kabel geht da rein und dieses Schätzchen braucht dann nur noch Strom über den eben schon gezeigten 12 Volt Bla-Anschluss. Das Ding, das dengel ich hier irgendwo so ran, das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil hier werde ich das Loch reinbohren. Warum? Weil ich hier oben drauf die Satzschüssel dengeln werde. Und das zeige ich dir jetzt mal oben auf. Wo ist denn die Leiter? Ach, jetzt habe ich die da hinten stehen gehabt, weil da hatte ich dich ja gerade drauf. Hole ich die mal schnell. Tack, tack, tack. Und jetzt werfen wir mal miteinander einen Blick auf mein Dach. Ich habe mir nämlich überlegt, als Position, das gibt in meiner kleinen Welt einen großen Sinn, so ein bisschen vor der Achse in der Mitte. So wegen Gewichtsverteilung. Und das ist dann halt da. Blöderweise. Pass auf, jetzt habe ich schon mal rüber gewischt. Ist noch ganz nass, weil es heute Morgen gefroren war. Blöderweise dachte ich mir am Anfang, ey, jetzt geil, kannst du hier aus dem Heki rausgucken und den Scheiß da drauf kleben. Geht nicht, das Heki geht nämlich so auf und da so soll sie hin. Da komme ich natürlich hier von der Seite nicht ran, was bedeutet, dass ich ja auf das Dach steigen muss, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich das hinkriege, weil du siehst, die Leiter, die ist ja nur bis da. Das wird ein Fest. Naja, solange das jetzt hier noch nass ist, putze ich schon mal grob drüber, dass der grobe Dreck schon mal weg ist. Und dann hole ich dich wieder dabei. Versagt mir leicht die Stimme und der Specht sagt auch schon Hallo. Komm, wir fangen mal an, oder? Das wird super, wird das. Super. Jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Es wird nicht klappen. Ich habe ja hier auch keinen Tritt. Und mich so hochstüpseln, dann fliegt die Leiter weg. Ist auch scheiße. Die Leiter ein bisschen näher ranmache. Warte mal. Komm ich nicht hoch. Oh, Hilfe. Oh, jetzt ist fast Leiter umgefallen. Aber eben auch nur fast. Wie ich wieder runterkomme, weiß ich noch nicht. Ich putze jetzt einfach mal so ein bisschen auf doof. Ich sitze ja auch ganz am Rand. Da kann ja nicht viel passieren. Würde ich sagen. Das Gute ist, wenn so ein Wohnwagen nachts draußen steht, dann ist der ja nass vom Tau. Alter Schwede. Dann kann man das super putzen. Alter, ist das eine Gammel. Ist das ein verpisster Gammel. Hey, guck mal. Reicht doch wieder nicht. Ich habe gesagt, bring eine neue mit. Die ist doch nicht neu. Aber das wird. Da muss ich natürlich noch mal richtig ordentlich nachputzen, dass diese schwatten Stippen wegkommen. Weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wie ich das mache.
Ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf dem Wohnwagen drauf. Jetzt mache ich das ja schon seit ein paar Tagen, war ich aber noch nicht. Aber super, guck mal. Kannst du das sehen? Warte mal. Das wird gut. Man muss natürlich aufpassen, dass man das Gewicht ein bisschen verteilt. Ich meine, jetzt bin ich ja nicht so richtig dick und auch nicht so richtig schwer, aber 82 Kilo habe ich dann ja eben doch. Schon schön, so ein Wohnwagen von oben. Ich könnte mir vorstellen, jeder, der das beruflich macht oder der sich ein bisschen damit auskennt, mit Wohnwagen basteln und so, schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände überm Kopf zusammen. Was mich gerade total ärgert, ist, dass ich habe ja mal so ein Video gemacht, glaube ich, oder zumindest einen Bericht, wie ich meinen Wohnwagen damals bei Gérard gewaschen habe, mit diesem Bootsreiniger von Yachtikon. Das war ein Teufelszeug. Da würde ich jetzt so machen, und dann wäre er sauber. Jetzt finde ich den aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den mal auf einem Treffen oder so meinem Schwager geschenkt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich hier runterkommen soll gleich. Das ist der größte Scheiß. Aber es hilft nichts. Das ist natürlich... Scheiße, ey, dass das nicht richtig sauber wird. Weil so kann ich das ja nicht kleben, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich frag gleich Matze. Aber es ist erstaunlich, was so ein Wohnwagendach alles aushält. Kann ich auch gleich ein bisschen sauber machen hier. Hier noch ein paar Blätter aus Jeselo wahrscheinlich. Ich suche mir dann einfach eine Stelle, wo am wenigsten Dreck ist. Und da klebe ich sie dann hin. Ich wollte ja sowieso hier hin haben. Scheiße, wird nicht richtig sauber. Ich komme auch nicht wieder runter. Das ist das größte Drama. Ich mach mal weiter. So, es hat mir Steffi noch mal was gebracht. Nämlich hier einfach eine Scheuermilch. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber ich kann dir sagen, es funktioniert. Zeige ich dir gleich mal im Ergebnis. Und sie hat auch heißes Wasser mitgebracht. Ich hab gesagt, bring heißes Wasser mit. Das ist aber auch heiß. Ich glaube, sie hat es gerade noch mal aufgekocht. Kann aber auch sein, weil meine Hände so wahnsinnig kalt sind. Ey, guck mal, wie sauer das ist. Scheiß dir da noch eine Hose bei. Also, mehr muss nicht. Sag ich jetzt einfach mal. Ist mir jetzt auch egal. Jetzt kommt meine Frau noch angefahren. Jetzt macht die ein Foto oder ein Video von mir. Die steht da unten mit dem Auto. Hast du nichts zu tun? So, jetzt geht's weiter. Die Fläche muss ja fettfrei sein. Da habe ich überlegt, Spülmittel macht doch auch fettfrei. Oh, ist das Wasser heiß. Ey, das gibt's gar nicht. Ah. Einmal hier ordentlich super. Übrigens, den LKW-Fahrer, den du jetzt gerade wegfahren hörst, der hat mich gerade gerettet. Ich bin nämlich wieder hochgekrabbelt und habe ich gesehen, scheiße, das Putzzeug steht noch unten. Da musste der erstmal von da vorne zu mir hergelaufen kommen. Hat auch gedacht, Alter, was ist das denn für ein Spinner? Aber gut. So, pass auf, jetzt. Jetzt hätte sie mir auch noch ein Handtuch mitbringen können, hat sie aber nicht. Jetzt erstmal trocken machen. So sauber war das Ding schon seit Jahren nicht mehr. Also zumindest auf diesem Quadratmeter.
So, jetzt zeige ich dir das mal. Schau mal. Also, vorher, vor der, hier ist jetzt noch vor der Polierpaste und hier, guck mal. Alter. Sauber ist und geht nicht mehr. Sauberer geht nicht. Und jetzt testen wir mal, ob ich groß genug gemacht habe. Hier ist so Mitte. Perfekt. Perfekt. Jetzt ist natürlich das Zeug runtergefallen, der Kleber und so. Jetzt muss ich noch mal runter, ich kotze. Ich kotze im Scheißstrahl, ey. Das kann ich nicht wahr sein. Wieso ist der denn jetzt runtergefallen? Wenigstens meine Kippen habe ich noch. Naja, pass auf, aber macht nichts, zeige ich dir. Gucke. So, jetzt klebe ich hier ab, damit ich weiß, wie groß kann ich nicht, weil der Kleber, das Kreppband ist auch unten. Jetzt muss ich nochmal runter. Scheiße. Ja, aber hier passt es und das muss ja hier auch ein bisschen Luft haben. Das heißt, weiter nach da kann ich gar nicht. Aber das Ding, das dreht sich ja. Ich setze mal die Schüssel drauf. Warte mal, das testen wir mal. Geht das so? Oh, warte, schief. So. Jetzt weiß ich nicht, wo vorne und wo hinten ist. Ach doch, weiß ich. So rum. Aua. Glaube ich. Jawohl, passt das. Weil nämlich die klappt ja so hoch. Und dann, wenn der Wind von vorne kommt, dann ist so. Ja, so ist gut. Super. Ich lasse das einfach so. Das hält auch. Fahr ich ja nicht so schnell. So, ich muss noch mal runter. Ich muss mir die Sachen wieder hochholen, die gerade runtergefallen sind. Und dann ist die Sonne auch gleich da. Und dann schmiere ich, dann mache ich das mit dem super Saubermacht-Dings und so, das kriegen wir hin. Ich hole dich wieder dabei. Ich weiß, das Video wird wieder super lang, aber das macht man ja jetzt auch nicht jeden Tag so als Laie, oder? Naja. So, in Zeiten von Corona ist natürlich super. Ja, Lieferservice gerade gang und gäbe. Ich wusste in der Sekunde da vorne einer, was ich liefern lassen, was dazu führte, dass der Lieferantenmensch mir den Scheiß wieder hochgereicht hat, Gott sei Dank. Jetzt nutze ich die Zeit. Die Sonne wandert in die Richtung, der Schatten somit in die. Guck mal, bis hier ist schon. Ist auch gleich richtig warm. Super, wehgetan habe ich mir auch schon wieder. Dass ich mir jetzt schon mal hier die Bodenplatte platziere. Ungefähr so in der Mitte. Hier ist Mitte so. Hier ist genug Platz, dass ich das Ding auch drehen kann. Und so ganz gerade muss es ja auch nicht sein. Und jetzt werde ich schon mal so grob abkleben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ja dann sowohl auf der Plattenunterseite als auch auf dem Dach, der Dachoberseite, diesen komischen, dieses Super-Duper-Mittel hinschmieren muss. Und damit ich weiß, bis wo ich zu schmieren habe, klebe ich hier einfach mal auf doof hin. Zack, hier soll hin, so super, passt. So, dann hier, ja, im Kreis, oh scheiße, im Kreis kleben klappt natürlich wieder nicht, aber ist auch egal. So, ist ja nur so ungefähr Pi mal Daumen. Pi mal Daumen ist ja meistens auch cool. So, ja, dass ich so ungefähr weiß, wo wird das Ding dann gleich sitzen. Übrigens, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Also man kann hier einigermaßen, wenn man das Gewicht so ein bisschen so grazil verteilt, kann man hier tatsächlich einigermaßen sich drauf bewegen. Hatte ich früher immer ein bisschen Schiss, so mit auf dem Dach rumkrabbeln und so, das ist ja doof. Aber so doof ist das gar nicht. So, siehst du? Jetzt haben wir das hier schon mal so hingemacht. Hier vielleicht nochmal, dass wir auch da die Kurve gut hinkriegen. So, super, jetzt haben wir das. Jetzt kann das schon mal wieder weg. Da habe ich mich übrigens an der Platte beim Hochnehmen, hat die da so reingeschnitten, die ist super scharf. So, dann kommt das wieder weg. Siehst du? Und jetzt weiß ich, hier muss ich gleich das Zeug auftragen. Meanwhile fährt ein Auto vorbei und ich lese jetzt nochmal die Anleitung dieses Klebes, Teufelszeuges. Deutsch. Also, Anbauteil in Position anhalten und aufzeichnen, habe ich ja gemacht. Klebeflächen vor der Verklebung mit Kreppband abkleben. Habe ich auch gemacht. Hä?
Klebeflächen der Anbauteile und Untergründe reinigen und entfetten mit Dicker Clean Ultra. Nach dem Blasülz sauber machen. Das Dekalin Ultra, das ist das hier. Da ist wahrscheinlich ein Tuch drin, dann putze ich hier einmal rüber, dann putze ich hier über die Platte nochmal rüber und dann ist das gut. Alter. Den Dekavator, der verbessert, das habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, die Haftung, Blasülz. Mit diesem Schmierding da in einer Richtung gleichmäßig in einer dünnen Schicht auftragen und minimal 5 Minuten ablüften lassen. Die beste Haftung wird dann erzielt, wenn das Klebezeug, Alter, hier geht's zu wie am Stachus, ey, innerhalb von 4 Stunden nach dem Trocknen von Dekavator aufgetragen wird. Na, so viel Zeit wollte ich mir nicht lassen. Also das Zeug drauf schmieren, 5 bis 10 Minuten warten. Zack. Müssen absolut sauber, trocken, wachs- und fettfrei sein. Ja, dafür nehme ich ja dieses tolle Deka Clean Ultra. Dann Spitze von Düse abdrehen, zum Verkleben der Kartusche vorne aufstechen und auf die Kartusche schrauben. Naja, wahrscheinlich das hier, ne? So. Das schraube ich dann da drauf, vorher mal hier oben ein Loch rein und dann spanne ich das da in dieses tolle Ding drin. So, super. Und dann klebe ich das so in Schlangenlinien drauf, aber nur auf eine Seite, glaube ich, oder? So, und dann nach der Verklebung sollte eine Klebeschichtstärke von 3 mm vorhanden sein. 3 mm. Das ist aber viel. Ich mache einfach, wie es ist. Ja, und dann muss es trocknen und innerhalb von 24 bis 48 Stunden ausgehärtet, nach 72 Stunden was an Waschanlagen fest. Lackiert werden kann es auch, will ich aber nicht. So, jetzt ist die Sonne schon halb hier. Es ist super. Das hier hin. Ich mache schon mal die Kartusche auf. Ich habe mir extra ein Messer mitgebracht. Dann ist das nämlich auch schon mal passiert. Wie mache ich das jetzt am klügsten? So? Oder nicht? Oder doch? Oh. Ja, habe ich eine Macke reingehauen. Ist aber nicht schlimm, weil da kommt ja gleich das Ding drauf. Aber offen ist immer noch nicht. Scheiße, Alter. Alter Vater, ey. Wie weit muss man denn das abmachen, ey? Ah, jetzt. So, gucke, kommt. Super. So ein bisschen super scharfes Messer, das ist von Ikea. So, jetzt mal draufgeschraubt. So. Und dann wird das hier irgendwie reingemacht. Da weiß ich schon nicht mehr, wie man das macht. Den zieht man wahrscheinlich einmal hoch. Steckt den hier rein. Ach, geht nicht. Ja, komm, pass auf. Super, legen wir noch mal hin, dass es noch ein bisschen warm wird. Dann ist es nämlich besser zu verarbeiten. Dann kommt jetzt dieser super-duper Kleber. Jetzt weiß ich nicht, ob man Handschuhe anziehen müsste dazu, wahrscheinlich. Dann werden wir, es ist ein Desinfektionstuch. Mehr ist das nicht. Könnte ich noch gewinnbringend verkaufen in Corona-Zeiten. Siehst du, deswegen ist gut, wenn man abgeklebt hat. Dann weiß man gleich, bis wohin. Einmal und hier. Die Unterseite natürlich mache ich hier so auch. Das ist doch doof, so. Ich meine, ich gebe mir wahrscheinlich wieder so viel Mühe, wie sich noch nie jemand Mühe gegeben hat. Und viele Menschen werden mich jetzt auslachen dafür. Ist mir aber auch egal. So, zack, bums, zack, bums, zack, bums. Das sieht zumindest schon mal. Boah, das ist wieder verspiegelt, geil. Okay, so, die Menschen, die da wohnen, blenden. So, das ist jetzt sauber. Einmal noch, zack, zack, zack. Sauber ist es. Weg. Und jetzt kommt das hier. Der Super Cleaner, Special Cleaner. Muss man den vorher schütteln?
Oh, der ist ätzend. Da muss ich aufpassen. Steht extra drauf. Total giftig, brennbar. Hier, ätzend, danger. Und best before 2020. Schüttel den einfach mal. Ich weiß nicht, ob man den schütteln muss, aber ich tue es. Und dann gucken, dass ich mich nicht vollklecker, weil sonst frieren mir wahrscheinlich sofort die Hände weg. Ich mach mal so lieber. Aufmachen. Oh, der riecht gut. Das riecht super. Oh, alter Schwede. Das soll man wahrscheinlich nicht machen. Was genau das macht, das weiß ich nicht. Das könntest du ja mal in die Kommentare schreiben. Scheiße. Warte. Sofort abwischen. Weil das ja giftig ist. Und dann 5 Minuten, jetzt habe ich keine Uhr. Jetzt habe ich auch das Handy nicht hier. Es ist im Wohnwagen, das mäht gerade. Aber du siehst vielleicht, wie gut das funktioniert mit diesem etwas zu groß gewordenen Ohrenstäbchen hier, wie sagt man denn? Jetzt lasse ich das ablüften. Das hier mache ich hier rein. Tut sich das nichts. Das hier mache ich sofort wieder zu. Und dann wasche ich mir meine Hände nochmal. Nicht, dass ich doch irgendwas dran habe. So, und mir die Hände abfaulen, das wäre natürlich scheiße. Brauche ich ja noch. So, 5 Minuten. Ich zähle mal mit 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ist die große Stunde gekommen. Jetzt liegt das natürlich hier so drauf. Das ist ja auch schon wieder bescheuert, Günther. So, das brauche ich ja jetzt. So, und das mache ich hier einfach so. Ach nee, jetzt muss ich erst ablüften. Ach, Schwachsinn. Ah, Mann, echt, du, ey. Mit Zigarettenlänge ist ja genau 5 Minuten. So, 5 Minuten rum. Jetzt lege ich das mir mal so hin. Ich habe mir nämlich gedacht, ich schmier das Zeug einfach hier rauf, weil ich ja hier genau sehe, wie groß es ist. Ich hole dich mal näher ran, warte mal. So, kannst du sehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Muss man wahrscheinlich drücken. Ah, Mann. Oh, kommt was. Ja. Da kommt das, siehst du? Guck. So, und dann, wie gesagt, ganz wichtig, nicht so im Kreis machen. So hätte ich das ja ursprünglich gedacht. Weil dann, wenn du einen Kreis hast, dann würde innen drin ja keine Luft rankommen. Deswegen sagte man mir, man muss das so in... Schlangen. Oh, Alter, ey, das ist aber anstrengend. Ich kriege ja voll die dicken Armmuskeln wahrscheinlich. Scheiß Ding, ey. Oh, scheiße, jetzt ist das Ding kaputt, wa? Ach, geht schon irgendwie. Komm her, drück da drauf die Scheiße und gut ist. So. Und punktuell mache ich hier noch was hin. Und da noch was hin. Und hier vielleicht noch mal so einen Schub. Das weiß ich auch nicht, ob zu viel. Ja, zu viel geht ja nicht, oder? Hier noch mal. Da nochmal, hier nochmal, hier nochmal so ein Ritz drin. Hauptsache ist ja, die Luft kann sich verteilen, sagte Matze. So. Ach, ich finde, das sieht schon mal relativ gut aus.
Ja, genau genommen sieht das scheiße aus. So. Jetzt pass auf, jetzt legen wir das mal weg. Jetzt lese ich noch mal schnell. Habe ich nämlich schon wieder ganz vergessen, ob das irgendwie noch warten muss. Anbauteil zügig, maximal 10 Minuten auflegen und gleich, au, maximal 10 Minuten, muss ich mich ein bisschen sputen. Jetzt nehme ich den hoch. Das ist vorne. Oh scheiße, dass ich den Kleber jetzt nicht abkriege. Das wäre blöd. Und jetzt tacke ich den einfach hier drauf. Warte, ich muss dich hier umdrehen. Sorry. So, siehst du? So, jetzt liegt er schon mal drauf und ich drücke an. Also mehr andrücken kann ich nicht. Aber schwerer bin ich ja nicht. Aber sieht gut aus. Kommt auch nirgends rausgeschmiert. Super. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir mal hier die Dinger wieder ab. Komm. So giftig kann das ja nicht sein, das Zeug. So, wieder sauber. Jetzt habe ich überlegt, jetzt setze ich die schon einfach mal drauf, weil die wiegt ja auch 10 Kilo. 10 Kilo wiegt die nämlich. Und dann hat er ja seinen Andruck. Und zwar gleichmäßig. So. Das ist super. Das hat hervorragend hingehauen. Gut, ich meine, das wird sich aber auch erst dann gleich zeigen. Oder im Laufe der ersten Fahrt, ob es oben drauf bleibt. Aber bevor ich dann losfahre, keine Sorge, mache ich natürlich noch einen Test, ob das dann auch fest ist. Aber wenn ich schon mal jetzt hier oben drauf bin. Scheiße! Jetzt muss ich darauf warten, dass wieder irgendeiner vorbeiläuft. Ich habe nämlich tatsächlich die Schrauben und den Scheiß noch unten. Ich dachte, ich hätte alles raufgepackt. Habe ich aber nicht. Gut, dann mache ich die Schrauben fest. Das zeige ich dir dann auch gleich. Und dann zeige ich dir noch, wie ich mir das gedacht habe mit der Kabelführung. Weil das Kabel muss ja irgendwo rein. Und bei mir ist es so, dass ich da, wo es noch so schmutzig ist, da habe ich ja die Oberschränke. Und da will ich ja das Ding reinbauen. Deswegen lege ich dann hier noch, hier kommen die Kabels ran, einen Kabelkanal so rüber bis da. Und da mache ich dann das Loch rein. Das mache ich gleich auch noch. Muss ich die Kamera jetzt noch mal kurz laden. Der Akku ist schon wieder fast leer. Das Video ist aber auch ganz schön lang geworden. So, also bis gleich. Weil ich hier jemanden gefunden habe, der mir die Scheiße hochreicht. Bis gleich. Tschüss. Ach, es ist immer super, wenn man Leute findet, die einem unter die Arme greifen, respektive das Tütchen angeben. So, pass auf. Jetzt sind hier so 1000 Schrauben drin, ne? Das ist ja, wie gesagt, die Halterung für die Kontrolleinheit. Die kommt dann unten drin. Was ich jetzt brauche, sind, glaube ich, diese Imbusschrauben. Und einen Imbusschlüssel. Ist ein bisschen wie vom schwedischen Möbelhaus. Ist jetzt ein bisschen laut. 1, 2, 3, 4, 8. 3. Ach, scheiße. 4, 5, 6, 7, 8. Wofür jetzt die ganzen anderen Schrauben sind, weiß ich nicht. Achso, wahrscheinlich, wenn man damit die Platte festschraubt. Ist ja was für Anfänger. So, dann gucken wir mal, ob die passen. Das habe ich echt noch nicht ausprobiert. Manchmal in meinen Videos gucke ich ja. Oh, das ist ja schon wieder. Muss ich ja jetzt 1000 Mal. Oh, Alter, das wird ja jetzt wieder eine Fickarbeit. Oh, Menschenjüte, ehrlich.
Aber da sehe ich nichts. Alter, verteil. So. Fast fertig. Jetzt nur noch eine Stunde später zum Anschrauben der Teile. Oh, Alter, das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Guck mal, wie oft jetzt muss ich 150.837 Mal umsetzen. Ja gut, die mache ich aus. Das dauert jetzt eine Stunde, mache ich aus. Warte. So, 13 Stunden später. Das war jetzt eine Arbeit für, ich sag mal, 8 Schrauben, denkt man sich. Ich habe ja im Wohnwagen habe ich ja so eine Imbus, wie so eine Knatsche, Ratsche, wie das heißt. Damit wäre das relativ schnell gegangen, mit so einem scheiß Imbusschlüssel hier. Ansetzen, umdrehen, ansetzen, umdrehen. Völlig zum Kotzen, ey. Habe ich mir auch noch wehgetan, mich noch geklemmt. Aber jetzt ist es fest. Und damit sage ich doch einfach mal ganz nonchalant, sind die Arbeiten an der Schüssel für den Moment erstmal abgeschlossen. Jetzt wird es auch noch windig ohne Ende. Ist aber auch schön warm hier auf dem Dach übrigens. Ja. Jetzt geht es noch darum, die Kabel durchzuführen. Dafür muss ich ja noch das Loch bohren. Da habe ich am meisten Schiss vor. Da gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Ja, man sollte jetzt nicht unbedingt, hier sind ja Latten drin. Ja, man sollte nicht unbedingt eine Latte treffen. Wie man das rausfindet, das zeige ich dir auch gleich. Und dann wollen wir das auch noch mal anschließen und testen. Obwohl ich glaube, dass wir hier so nah vor dem Haus stehen, dass man das nicht testen kann, weil der Satellit ist ja direkt gegen, da ist ja hinterm Haus. Übrigens in dem Haus, da war gerade eine junge Dame, die war sogar ganz adrett, die hat auch Fenster geputzt. Die hat, glaube ich, auch gedacht, ich bin bescheuert. Naja, jedenfalls, das ist erstmal gut. Jetzt muss ich mich kurz sammeln und dann hole ich dich wieder dazu. Im Zweifelsfall muss ich die Kamera noch kurz aufladen, weil da ist der Saft bald leer. Also, das haben wir gut hingekriegt. Super Wetter gerade. Jui. So, jetzt geht das weiter. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich hier auch schon mal sauber gemacht. Pass auf, ich zeige dir das mal. Gucken, dass der Ton nicht wackelt. Ja, manchmal krisselt das so. Das ist jetzt so genau hier. Einmal dran und her. Da mache ich dann einen Kabelkanal hin. Den habe ich aber noch nicht. Und hier bin ich genau quasi in meinem Schrank. Da will ich ja rein oder raus, je nachdem, von wo man guckt. Jetzt werde ich hier ein Loch reinbohren. Ich habe dir aber vorhin erzählt, musst du gucken, dass du keine Latte triffst. Pass auf, hör ich mal. Ah, hörst du? Latte? Keine Latte. Das hörst du dann schon. Also hier ist keine Latte, hier bohre ich jetzt rein. Ist mir jetzt egal. So. Nee. So. Hier ist kein Loch. Nehme ich erstmal einen kleinen Bohrer. Jetzt gucke ich mal. Viel Styropor. Achso, ich muss natürlich noch ein bisschen weiter, dass ich auch durch die Innendecke durchkomme. Jetzt bin ich drin. Jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, wo wir reingekommen sind. Im Zweifelsfall war das jetzt Kacke. Schmier ich da einmal was dran. Eigentlich müsste es da einigermaßen passen. Ah ja, guck mal, da. Da sind, oh, jetzt ist dunkel. Ich mache die Tür nochmal auf. Da hat es natürlich jetzt ein bisschen ausgefranst. Aber ey, ganz im Ernst, das ist mir scheißegal. Auf jeden Fall sind wir da, wo ich hin will. Das ist gut. Jetzt habe ich vergessen, oben abzukleben. Stimmt nicht, habe ich nicht vergessen. Man sagte mir ja, bei GFK muss man abkleben. Das war kein GFK-Dach. Von daher auch egal. So. Also ausgefranst ist hier nichts. Ist ein sensationelles Loch geworden. Das machen wir jetzt ein bisschen größer. Ich arbeite mich mit einem mittleren zum großen vor. Der größte, den ich habe, ist ein 10er. Und so stand es auch in der Anleitung. Man sollte einen 10er nehmen, damit man die Kabel auch durchkriegt. Gucken wir mal, weil größer habe ich nicht. So, nächste. Langsam, Günther.
Na gut, das ging jetzt schnell. Jetzt haben wir ein Loch im Wohnwagen. Wieder mal. Zack, nächste. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Rein, reinstecken, reinstecken, reinstecken. So. Jetzt kannst du mal gucken, wie das in so einem Wohnwagendach aussieht. Da ist nämlich einfach nur Styropor drin. Siehst du das? Jetzt hoffe ich tatsächlich inständig, dass diese scheiß Kabel da durchpassen. Das muss ich natürlich von innen machen. Aua, hat mir echt schon ein paar Mal wehgetan heute. Ich bin auch nicht zum Handwerker geboren. Bin ich einfach nicht. Hier ist wahrscheinlich jetzt total rausgebrochen. Oh, ne, geht eigentlich. Guck mal, ziehst du den hier ab, ziehst den hier ab und dann ist schön. Also super. So, pass auf, ich mache jetzt mal die Kabel. Ich stelle ich mal irgendwo hier hin. Warte mal. Ein bisschen hochbeugen muss ich dich. So, kannst du sehen? Ja, ich hoffe. Als allererstes nehme ich das. Oh, das ist, glaube ich, zu. Passt nicht. Ich brauche einen 12er Bohrer. Den habe ich aber nicht. Ich muss mal kurz nachdenken. Warte, ich muss nachdenken. Oh, nee. Boah, alter Vater. Ich korrigiere. Ich habe jetzt ein 10er Loch mit, hast du ja noch gesehen, jetzt habe ich ein 14er reingemacht. Habe hier die Kanten ein bisschen entgratet, damit das Kabel nicht die ganze Zeit so dran rumfummelt. Und jetzt passt es. Boah, alter Vater, ich sag dir, ey, jetzt wo die Kräfte auch schwinden, ey. Ich bin ja ums Verrecken hier nochmal hochgekommen. So. Das Blöde ist, dass ich jetzt noch keinen Kabelkanal habe und den ja auch nicht kaufen kann, weil der Baumarkt zu ist. Aber gut, ist wie es ist. So, jetzt nochmal nachdenken. Das Schwarze ging zum Fernseher, das Graue zum Controller. Gut ist, dass da steht dran Controller. Dann wird der hier reingeschraubt. Übrigens, das ist schon relativ. Also fahren würde ich noch nicht. Aber das ist schon echt fest. Das ist geil. Super geil. Sehr, sehr geile Satzschüsse. Schraub, schraub, schraub. So, ordentlich festmachen. Ich ja so schnell nicht wieder auf mein Dach möchte. So, dann wird der Penüpsel da drauf geschoben. Und zwar ordentlich, dass das auch wasserdicht ist. So, fester geht nicht. So, dann der Schwatte, mach dich weg. Der Schwatte geht dann zum Fernseher. Das war doof, ich habe den ja vorhin schon schön verlegt. Jetzt habe ich den gerade wieder rausreißen müssen, weil ich ja das andere Ende brauchte, um es durch das Loch. Mensch, geh ran, ey. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr langsam. Ich habe echt keine Lust mehr. Oh, alter Vater, ich bin echt kaputt. Geh bitte rauf. Jetzt. Danke. Dass man aber auch immer erst meckern muss, oder? Kennst du das? Das ist wie bei Hunden oder Kindern. Muss immer erst meckern. Nee, nicht wieder los. Nicht wieder los. Rauf sollst du. Rauf. Ich hätte auch schon kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt einfach durchschneide, weil hätte ich es durch 10er Loch ja locker durchgekriegt. Das wäre ja Quatsch gewesen. Hätte ich es ja nicht wieder zusammengekriegt. So, fest nach fest kommt immer ab. Den hier rauf. Safety first, auch beim Fernsehen gucken. Boah, es ist auch so warm. Jetzt schwitze ich schon wie ein Iltis. So, rauf. Super. Das Gute ist ja, dass ja, wenn wir nach da fahren, ist das ja geschützt. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so rangebaut. So, gut, das war's. Jetzt muss ich wieder runter und dann mache ich da hinten das Zeug fertig. Und dann muss drin noch der Mist angeschlossen werden. Und dann, ey, lass uns die Daumen halten, dass es funktioniert. Bitte, 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 bitte. Södele. Boah, jetzt habe ich auch keinen Mist mehr. Jetzt habe ich hier, gucke mal. Das ist noch halbwegs, das ein bisschen Spiel hat. Das muss ja noch in den Kabelkanal rein an die Tage. Jetzt habe ich hier noch mal losgedreht. Ja, hier ist so eine Mutter, die das dann festhält. Weil dieser Penüpsel, der ist dann hier drin. Und dadurch, dass man das dann da drauf schraubt, ziehen die sich zu und machen das dann dicht. So. Ist aber auch scheißegal, wie es funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Jetzt weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das jetzt rankriege. So, einmal. Komm bitte, danke. Und zweimal. Ah, super. Guck mal, das hat gut funktioniert. Boah, ich bin echt kaputt, ey. Kriegen meine Arme kommen noch hoch.
Jetzt wird der hier wieder rangeschraubt. Der wird erstmal ein bisschen hochgeschoben. Kannst du das überhaupt so sehen? Warte mal, ich mach mal so. Kannst du natürlich auch mein Gesicht sehen, wie ich hier rumkniepe. Das Ganze muss natürlich auch echt wasserdicht sein. Weil, ja, wasserdicht halt, ne? Was ja besser wäre. Deswegen muss man das auch einigermaßen fest ziehen. So. Dann zieht man den hier so ein bisschen. Jetzt muss man den von innen so ein bisschen hochdrücken. Das ist natürlich mit einem fetten Finger, wie ich ihn habe, auch kacke. Jetzt habe ich auch nichts hier. Ich brauche einen Schraubendreher. Ich hole mal schnell einen Schraubendreher. So, jetzt habe ich den Schraubendreher geholt. Aua, jetzt schiebe ich den da so. Nein. Ist das überhaupt richtig? Oh. Ja, so, siehst du? Guck mal, jetzt ist geil. So muss das nämlich. So, perfekt. Und jetzt, wenn ich den jetzt drauf schraube, dann siehst du, dann quetscht der sich voll zusammen hier und dreht natürlich mit. Siehst du? Guck mal. Jetzt ist das hier so zusammengequetscht. Da kommt kein Wasser rein. Das ist bombenfest. So. Jetzt. Das ist ein bisschen verfriemelt, aber ist auch Wurst. Ein bisschen mehr Spiel müsste ich haben. Fuck, ey! Noch spielen. Wenn das nicht jeden Tag macht, dann ist das schwierig. So. So, jetzt ist der so vernüppelt hier. Ey, da kommt kein Wasser durch. So, gut. Dann hier ist wieder das Teil. Hier ist das zweite Tuch noch drin. Das ist super, dass ein zweites Tuch drin ist. Das ist natürlich furztrocken jetzt. Tun wir mal so als ob, weil das muss ja auch echt nichts abhalten. Ne? Also hier ist ja kein Gewicht drauf. Machen wir uns nichts vor. Aber wir wollen es trotzdem hier mit diesem super duper Dekavator versehen. Ohne uns dabei wieder bitte die Finger einzusauen, weil das ja so giftig ist. Und dann lasse ich das jetzt ein bisschen trocknen. Hier habe ich gerade auch schon sauber gemacht. Und dann schmier ich hier, das wird auch eine Freude, hier so auf der Leiter stehend, einmal das DK-Bums-Dings drauf und dann ist fertig, glaube ich. Und da muss drinnen noch gemacht werden. Das dauert jetzt wieder 5 Minuten, bis das hier so andüttelt. Mache ich aus, rauche eine 5 Minuten Zigarettenlänge, perfekt. Scheiße, jetzt habe ich ganz vergessen anzumachen, die Kamera. Aber ich meine, das sieht jetzt nicht schön aus wahrscheinlich. Man kann mit dem nassen Lappen drum rumwischen nochmal, ja, dass man so ein bisschen die Gülle mal hier aufs ganze Dach verteilt. So, hier vorne ist ein bisschen schwierig, weil... So. Ach, komm. Das Geile ist, meine Hände kleben natürlich jetzt wahrscheinlich auch zusammen. Ich wasche die jetzt erstmal ordentlich, ich habe ja noch Wasser da. Und das lasse ich jetzt so, das trocknet jetzt auch. Dann ist die Dachdurchführung auch fertig. Da habe ich immer so viel Zeug angeschmiert, das ist dicht für immer. Würde ich sagen. Gut, dann gehen wir jetzt rein und gucken uns den ganzen Technikkäse drinnen mal an. Ich bin sehr gespannt. Vorher muss ich meine Hände waschen. Ja, nicht, dass das tatsächlich noch giftig ist. Komm auf, runter geht's. So, jetzt kommt der Innenausbau. Jetzt habe ich da ja in meinem Knaus 230 und da was offen ist, 12 Volt, ist doch perfekt, weil dann tackere ich nämlich diese Steuereinheit, diese hier, die tackere ich einfach hier ran, so, dann ist die auch aufgeräumt und mache dann die Stromzufuhr gleich, zack, daran, 12 Volt.
Aber ich brauche ja nicht nur die Stromzufuhr, ich brauche natürlich auch die beiden Kabels. Also nein, nicht beide, das graue. Das graue Kabel geht ja zum Controller. Das schwarze, meanwhile, geht... das schwarze geht zum Fernseher. Gut, jetzt stehe ich drauf, dann kann man es nicht so gut ziehen. Das ist auch echt, das ist so ein langes Kabel. Ich glaube, du hast ja in deinem Leben selten so ein langes Kabel gesehen, oder? Ich zumindest... Achso, falsche Seite gezogen. Ich zumindest nicht. So, schwuppsdiwupps aus die Maus. Dann hier einmal drumherum, dass das nicht so vertüttelt ist. So, und jetzt brauche ich den Anfang. Jetzt lege ich das da durch. Und gleich... Boah, hier steht echt viel Zeug rum in diesem Wohnwagen. Bis ich wieder loskomme, es dauert noch Jahre. Zack, zack, zack. Oh, das ist klar, dass das jetzt wieder vertüttelt ist. Boah, ich habe auch echt, ich verliere. Warum ist das denn jetzt so dermaßen? Hä? Also ist es gar nicht. So, hier, zack. Dann ist das schon mal. Dann nehme ich mir gleich einen Kabelstraps mit. Dann mache ich das gleich zusammen. Hier so einen schönen kleinen, ne? Einen kleinen, zarten Kabelstraps. Dass das nicht, dass es gleich ein bisschen aufgeräumt ist. Zack. So ein bisschen Luft habe ich ja. Das ist jetzt auch nur provisorisch. Jetzt zack. So ein bisschen so. Der kommt, ich mache das schon mal. Kenne ich nix, dann ist das nämlich auch schon mal fertig. Viel spannender wird ja gleich die Frage sein. So. Zack, Bums, da oben ran gedackert. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht, was hier drin ist. So. Dann brauche ich Strom. Und zu Strom, pass auf, habe ich mir Folgendes überlegt. Hier ist ein unfassbar langes Stromkabel dabei. So lange brauche ich es nicht. Jetzt habe ich ja nicht so ein Zigarettenanzünder-Ding hier drin. Ich muss mich ein bisschen schicken, weil der Akku ist gleich leer. Speicherkarte hat noch. Das ist ja klassisch 12 Volt. Ja? Und da oben kommt 12 Volt raus. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich schneide einfach ab. Und dann wird der da einfach reingesteckt. Zu dem Schwarz zu Schwarz. Rot reicht das. Zu rot. Fertig. Es werden einige sagen, das kann man nicht so machen. Das haben aber ganz andere bei meiner Stromverteilung da vorne auch schon gesagt. Das funktioniert ja seit 6 Jahren. Jetzt muss ich das hier, da brauche ich ein Messer. Immer zum Körper hin, hat Papa gesagt. So. Dass ich die ein bisschen auseinanderziehen kann. Sehr gut. Gut. Hier wird abisoliert. Aua. Nicht so lang. Einmal. Jetzt räume ich das einfach mal auf. So, das war schon mal gut. Zumindest hat nichts geknallt oder ist explodiert. Und jetzt ist zwar noch kein Fernsehempfang dran, aber trotzdem müsste es funktionieren. Power. Jawohl! So, und jetzt müsste sich ja oben, es tut sich was. Komm mit, ich zieh's hier. Komm schnell. Oh, jetzt ist die Leiter schon abgebaut. Dadurch. Ups. Und jetzt, Alter, wie geil, ey.
Alter, da wird sie den nie finden. Das ist scheiße. Bild kriegt er nicht wegen Haus. Das ist kacke. Aber ich muss mir glauben, im anderen Video habe ich ja gezeigt, dass es funktioniert. Und sie rödelt ja rum. Jetzt muss nur noch eins passieren. Und das finde ich auch ganz cool. Da ist dann gleich so eine Halterung dabei. Die passt dann hier hinten direkt so rein. Schau, so zack. Dann kannst du das also drauf bumsen. Die tacker ich mir jetzt einfach hier an eine Wand. Und dann ist auch gut, ey. Da habe ich auch keine Lust mehr für heute. Echt, bin jetzt echt kaputt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. So, hier so halbwegs mittig, dass es auch passt. Oh, scheiße. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe sehr oft Mist gesagt. Es liegt aber auch einfach... Sind das die richtigen Schrauben? Nee, sind sie nämlich nicht. Das sind nämlich die hier, weil die sich hier so schön versenken. Ja, 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 das müssen die ja auch. Aber ich habe auch, wirklich, ich finde, heute ganz gute Arbeit geleistet. Aua! Aua! Oh, fuck! So, einmal. Ah. Und zweimal, oder? Aber die wird natürlich jetzt auch blöd. Das muss ja einigermaßen gerade sein. Aber weißt du was? Das ist ja im Schrank. Da sieht es doch eh kein Mensch sieht das doch hier im Schrank, oder? Aua! Oh, so. Das ist wahrscheinlich der falsche. So. Der falsche Aufsatz gewesen, aber. Dann hat er auch gleich ein bisschen radiert. So, wie passt das jetzt? So, fertig. Das muss ich noch, das zeige ich dir jetzt mal ein bisschen näher. Warte, schau. Das ist natürlich jetzt hier doof. Das muss ich, da mache ich hier unten noch so ein Loch rein. Das ist ja extra dafür vorgesehen. Dann wird das hier ordentlich durch den Kabelkanal noch irgendwie gelegt. Dieser ganze Mist wird noch ordentlich aufgeräumt mit Kabelkanal. Aber jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Setz dich nochmal. Geht noch. Mach ich wieder aus. So, aus. Klappe zu. Ah, Batterie hat auch noch immer noch Saft. Das ist die 6 Jahre alte Batterie, die nie im Winter draußen war übrigens. Aus. Jetzt setze ich mich noch mal hin. Und dann, pass auf, dann muss ich den ganzen Mist zusammenräumen. Ich stelle die noch mal hin. Aua! Ich habe fast auf den Bottich gesetzt. Ihr Lieben, schön, dass ihr mich begleitet habt durch diese kleine bis etwas größere Reise durch die Snipe Sattaufbau-Show. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Amüsement. Ich hatte es auf jeden Fall temporär, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich bin ja manchmal selbst erstaunt, zu was diese Hände in der Lage sind. Du wahrscheinlich auch. Und jetzt... Jetzt packe ich hier zusammen, dann gehe ich nach Hause und bevor ich das mache, sage ich zu dir aber an dieser Stelle nochmal, schön, dass du dabei gewesen bist, schon Wortfindungsschwierigkeiten und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so, mit Fernsehgucken, Sattschüssel auf dem Dach und ganz viel guter Laune und bis dahin bin ich jetzt weg und sage hasta luego, bis dahinsen, dein Stefan, ciao.